wir alle verdienen Toleranz. Das ist ein Applaus, viel Spaß. Die meisten von euch mögen es bestimmt, sich an Fasching oder mittlerweile auch Halloween zu verkleiden. Das macht Spaß, jeder freut sich darauf und jeder hat dann auch seine Freude daran. Doch stellt euch bitte mal folgendes Szenario mit mir als Hauptdarsteller vor. Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Anime- und Manga-Messe und marschiere auf der Straße an euch in einem Pikachu-Kostüm vorbei. Für die Unwissenden, das ist eine gelbe Maus aus der Serie Pokémon. Was würdet ihr euch dabei wohl denken? Bestimmt hauptsächlich so Dinge wie, was ist denn mit dem los? Spinnt der vollkommen oder wer? Das ist doch der kleine Kinderscheiß da, oder? Erklärbar sind diese Gedankengänge jedoch nur bedingt. In euren Köpfen hängt bestimmt noch dieses Bild, Animes und Mangas sind rein für Kinder gedacht, da sie früher eben hauptsächlich so im Fernsehen liefen, diese auf Kinder und Jugendliche ausgerichteten Serien, weshalb sie Kindheitserinnerungen darstellen. Doch diese Serien existieren heute noch genauso. Und auch Erwachsene erfreuen sich an diesen Welten, was vollkommen berechtigt ist. Denn vom Inhalt und den Thematiken her sind diese Serien oft viel gehaltvoller als irgendeine Pseudo-Reality-Soap, die Geschichten aus dem echten Leben erzählt, wie Familien im Brennpunkt, Frauentausch, Mitten im Leben und wie sie nicht alle heißen. Entgegen dem Irrglaube vieler, Animes und Mangas sind rein für Kinder gedacht. Existieren zahlreiche Serien, die sich auf die Erwachsenen-Zielgruppe spezialisieren und mit einer tiefgründigen Geschichte, die oftmals besser erzählt ist als so manch Roman, aufwarten. Das wird jedoch von den meisten nicht gesehen, da früher im Fernsehen eben hauptsächlich die Kindercartoons liefen, wodurch das Fernsehen eine gewisse Mitschuld trägt an der heutigen Intoleranz gegenüber sogenannter Cosplayer. Das ist die Abkürzung für den Begriff Costume Player und bezeichnet Menschen, die sich als irgendeinen Charakter oder eine Figur aus einer Serie oder einem Film verkleiden. Fernsehsender wie RTL fördern oftmals gezielt den Irrglauben, diese Szene bestehen nur aus zurückgebliebenen Idioten, die keine Arbeit haben, kein Leben, sich körperlich nicht pflegen und sich als irgendwelche Figuren aus kleinen Kinderserien verkleiden. Ein typisches Beispiel für mediale Blendung, die in keinster Weise der Realität entspricht. Denn wer sich auch nur im Entferntesten mit diesen Serien einmal auseinandergesetzt hat, weiß, dass auch durchaus blutige und brutale Szenen darin ihren Platz finden und die Geschichte in einer Art und Weise erzählt wird, die keinesfalls für kleine Kinder geeignet ist. Wenn man jedoch mal genauer nachdenkt, gibt es genau gar keinen Grund, Leute, die sich so verkleiden, blöd anzureden, zu beschimpfen, zu mobben oder gar körperlich zu verletzen. Es ist ein ganz normales Hobby, gleich wie Fußball spielen oder tanzen. Ein Cosplayer läuft ja auch nicht im Alltag mit diesem Kostüm herum. Er trägt es nur auf dafür geeigneten Messen, weshalb es nochmal unverständlicher ist, wieso man dafür blöd angemacht wird. Hinter diesen ganzen Kostümen steckt meist ein enormer Zeit- und Geldaufwand, damit sie so originalgetreu wie möglich aussehen. Die Leute sind Feuer und Flamme dafür. Sie geben sich total viel Mühe, damit sie einfach nur ihren Lieblingscharakter aus ihrer Lieblingsserie oder ihrem Lieblingsfilm nachstellen können. Nach dieser ganzen Arbeit von ein paar Leuten, die meinen, sie seien cool, wenn sie sich über dieses doch eher seltene Hobby lustig machen, blöd angeredet zu werden, verletzt die Opfer. Sie empfinden möglicherweise auch keine weitere Motivation mehr, dieses Hobby fortzuführen, obwohl es ihnen eigentlich Spaß macht. Denn wenn sich ein Cosplayer zu einer Messe aufmacht und dabei viel Lob und positive Resonanz für sein Outfit erntet, stellt das ein sehr gutes Gefühl dar. Positives Feedback für sein Hobby auch noch zu bekommen, ist doch wunderbar. Doch Negatives in Form von Beschimpfungen, Beleidigungen oder gar körperlicher Gewalt ist eindeutig nicht notwendig. Da ist es schlauer, einfach leise zu sein. Doch dieses Nicht-Respektieren von Hobbys findet leider nicht nur in Bezug auf Cosplay statt. Hat jemand ein Hobby, welches nicht alltäglich ist oder nicht jeder kennt, wird es in den meisten Fällen sofort schlecht gemacht, obwohl sich damit vorher noch nicht wirklich beschäftigt wurde. Und wenn ein Junge Ballett tanzt, na und? Was interessiert das irgendjemanden? Wenn es dem Jungen Spaß macht und er es gut kann, ist das doch überhaupt kein Problem. Er schadet doch niemanden damit. Irgendwelche Probleme bei ihm zu schaffen, durch Dinge, die eigentlich keine Probleme darstellen, ist nicht notwendig. Etwas andere Hobbys gehören gleich respektiert und akzeptiert, wie es normale Hobbys genießen. Toleranz gegenüber anderen ist immer wichtig. Nicht nur in Bereichen wie Religion oder Ähnlichem, sondern auch bei so vergleichsweise kleinen Dingen wie eben den Interessen einzelner Personen.
Und weil wir gerade schon bei Religionen waren, wie heißt es in allen so schön, behandle andere so, wie du selbst von ihnen behandelt werden willst.